Zeugs. Oh. Auf wen soll ich warten? Hallo? Ich dachte, jetzt habe ich das gewählt gehabt. So. Wir fahren den Berg runter bis da. Das wird ein Scheißdings. Oh mein Gott. Dann einfach nur mehr da und dann einfach rüber. Und das Ganze mit einem halben Tank. Da 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 da. Arimaue, 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 Arimaue. Was? Auch geil, dass das alles mit leer ist und ich kann es trotzdem machen. Okay, das ist die Schnellwinde. Aber ich will eine Winde haben. Eine Windel willst du haben? Ja, Pampers bitte. Mach ich das am Blödsinn oder mach ich das am Blödsinn? Das war nicht der erste Blödsinn, den ich heute mache. Noch nicht der letzte. Aber diesmal mache ich das nämlich behutsam. Behutsamer Blödsinn. Ja? Aber am Lenker sind es keine anderen Hebel. Ja. Wenn man dann behutsamer wird, macht ihr das besser. Warst du dich auch mit einem Lenkrad? Ja, sicher. Wie tust du die Winde anbringen? Steuerkreuz nach oben, dann nehme ich Winde. Ja. Und dann mit dem Steuerkreuz durchwählen, welchen Punkt. Und Windepunkt wählen, wie tust du das? Kann man so wählen. Na, musst du, ja, du musst jetzt erst den Windepunkt wählen. E. Du tust ja, durchwählen und dann wählst du ihn mit X. Welche ist die X-Taste bei dir? Wir haben Controller, der unterste. Okay. Und da wählt man nichts aus, nämlich. Aber das kann halt von Lenker zu Lenker verschieden sein, nachdem du ja das Lenkrad auswählst im Menü. Da wird das ja, da passt es ja dann an. Ich habe ja keinen Stick zum Beispiel, so wie du. Achso, das, nee, du hast keine Sticks zum Reindrücken. Was ist das, zu diesem Joystick, wo du gehen kannst quasi? Ne, das.
Habe ich ja nicht. Aber das richtige Lenkrad, das noch ausbild. Ja, das ist das Logitech G Seitec Farm Sim Controller. Wie hast du es beim letzten Mal gemacht? Das weiß ich eben nicht. Das weiß er wieder nicht. Jetzt geht's auf einmal. Okay. So, meine Damen und Herren, wir fahren da jetzt sehr, sehr schnell runter. Ich hoffe, wir... Bremsen, bremsen. Hoppi, hoppi, hoppi. Meisterleistung. Krass, jetzt ist auf einmal gegangen. Meisterleistung. Sag ich auch. Meisterleistung. Steht der Anhänger wieder. Jetzt ist gegangen mit der Winde. Ich sag dir, da hat sich irgendwas aufgehängt zuerst. Weil ich hab bei dir auch keinen Windepunkt gehabt. Ja. Du hast mich sterben lassen. Nichts als alles ausreden. Wie lang kannst du eigentlich? Bis 8, Viertel 9 auf jeden Fall. Okay. Und du? Na, ein bisschen früher, 3, Viertel 8 sowas. Okay. Ich muss dann noch einmal kurz weg. Vielleicht zweimal sogar. Okay. Ja, ich muss mich wirklich mehr mit die Gänge da. Macht so viel aus, merke ich. Benni, hier! Moment. Das wird zum Problem. Das sehe ich jetzt schon in Athen. Daniela braucht kurz Hilfe, ich komme gleich. Ups. Truck fahren. Wir haben, also wir können nur beten, dass es dort gleich eine Tankstelle gibt oder irgendwas, was zum Tanken geht. Wenn wir aufs Festland da kommen. So.
So. Island Lacke. Wo wir keine Brücken freigespielt haben und 100% Brücken freispielen müssen, um diese Masten zu erreichen. So. Mast Nummer 1, wir fangen mal gleich an. Bin am Arsch. Bin. Popo. Mit wem verhandelst du hart? Mit meinem Auto gerade. Okay. Aber das wird nichts. Sehe ich schon. Scheiße, Mann. Jetzt hat das bisher so gut geklappt. Oh. Soxer. Radtour gewonnen. Nicht nur die Radeln. Aber die drehen bald nicht mehr durch. Steckst vielleicht wieder irgendwo. Nein, ich habe nur 50 Liter. Ach so. Keine Tankstelle in Sicht? Nein, da gibt's ja keine. Das habe ich mir noch gemerkt. So, die Frage ist, wie fahren wir denn da jetzt weiter? Da weiter. Bis zum zweiten Masten komme ich, den dritten schaffe ich sicher nicht mehr. Ich treffe da. Da. Aber ich war ja ein bisschen intelligent. Weil ich habe zuerst meinen LKW abgeladen, das heißt den Anhänger kann ich ja da stehen lassen. Oho. So, zum Sägewerk. Also das ist, weil ich es jetzt verschrien habe. Weil? Der Anhänger ist gekippt. Nein. Doch. Aber, okay. Jetzt hast du wenigstens das Problem mit Sprit gelöst. Warum? An einem Blödsinn, du hast du nicht zugesetzt.
Das war ja der Plan gewesen, dass ich zurücksetze dann. Der Anhänger steht da, ich kann zurücksetzen, aber die Ware ist noch immer da. Jetzt habe ich das Problem, es ist nichts da und es liegt alles wieder in der Wiese. So, ich muss den Anhänger dann mal rauffahren. Aber gut, die Stahlträger sind dann mal auf der Seite. Sehen wir es so. Kleine Schritte. Man, ja, die kann man nehmen. Also, da fahre ich dann einzeln von mir aus. Die hole ich dann, die sind aber da. Schauen wir noch, dass wir den Anhänger irgendwo sicher platzieren. Das sind nur viele Brücken zu machen. Gut, wir haben nicht immer noch dort alle gemacht. Gut, dann tun wir uns bergen. Passt. Bin trotzdem zufrieden.